Wir sind Horst und Hans. Und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist die neue Folge von Neighborhood Barbecue. Und wir machen heute für uns und natürlich auch für euch ein sogenanntes Big Belly Rib End. Das ist ein ziemlich alter Cut, hat sich früher Wellfleisch genannt. Und wer jetzt sagt, Mensch, das sieht ja aus wie eine Rippe, wo ein bisschen Kette noch drauf ist und Fett, der liegt tatsächlich falsch. Denn man könnte im Prinzip sagen, es ist die Spitze der Brust vom Schwein. Und das hat so ein bisschen Brisket-Style. Ja, und wir haben noch ein paar andere Zutaten dafür. Da haben wir hier einmal ein bisschen Horst. Na, was haben wir da? Suppengemüse, klein geschnitten. Dann haben wir ein bisschen Zucker. Entschuldige, wenn ich dir ins Wort gefallen bin. Kein bisschen. Dann haben wir, wir benutzen mal den Sauerei-Rap. Supports kein Mord von Klaus. Wir haben ein bisschen Barbecue-Soße, ein bisschen Zwiebeln und ein bisschen Apfelessig. Das war's. Und da wir jetzt noch eine etwas längere Tour vor uns haben, wollen wir keine Zeit verschwenden und fangen sofort an. Bis gleich. Es ist soweit, Hans fängt an einzurappen. Wir haben das Stück Fleisch weder mit Öl noch mit irgendwas anderem vorbehandelt. Der Rapp wird einfach nur einmassiert, so wie Hans das macht, möglichst von allen Seiten. Und dann war das auch schon die Behandlung des Fleisches. Und so sieht das gute Stück jetzt aus. Ja, jetzt kommt der schwierige Moment. Wir müssen den Spieß möglichst mittig da durch. Und da ist es wirklich immer sehr hilfreich, noch zwei Hände dabei zu haben. Hier kann es natürlich passieren, dass man auf den Knochen kommt. Oh ja, ja, ja. Das sollte eigentlich vermieden werden. Oh, das machst du aber gut raus. Ich habe das hier im Griff. Ich merke das. Er kommt gleich raus. Jawohl. Yeah. Das sieht gut aus. Schön hochschieben. So. So. Da oben drüber legen. Zweite Kralle drauf. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten sogenannten Arbeitsschritt. Das Wort wollten wir nicht mehr sagen, Hans. Ne? Jetzt musst du auf dem Spießbreitpunkt noch eins kurz prüfen, ob es einigermaßen vernünftig rollt. Wie ihr seht, wir haben hier ein Gegengewicht schon angebracht an die Stelle, wo es hakte. Und jetzt läuft es wunderbar. So wie es ist, kommt es gleich auf den vorgeheizten Grill. So, während Horst natürlich jetzt schon den Grill vorheizen geht, kümmere ich mich um den Rest hier vom Gewürz in der Konsistform. Kommt erstmal ein Schluck Wasser dazu. Dann gibt es einen ganz kleinen Schluck Apfelessig. Vorsichtig sein mit Essig, aber ein bisschen was darf rein. So. Dann kommen hier schon unsere ganzen Zwiebeln mit rein. Drei Stück waren es an der Zahl. Haben wir ganz grob geschnitten. Jetzt kommt noch ein bisschen Barbecue-Soße oben drüber. Nicht sparsam sein. Schön mit drauf. Und wie ihr euch denken könnt, kommt jetzt auch noch das Suppengemüse mit dazu. Dann wird das alles gleich schön ein bisschen vermengt. Und wahrscheinlich habt ihr es schon geahnt, wir wollen natürlich mit dem Sud, der hier entsteht, die Schale, die kommt unter den Spieß, während er dreht und alles, was davon runtertropft, wird sich hier herrlich drin sammeln in diesem wunderbaren Grillgemüse. Und dann werden wir mit dem Sud, der hier entsteht, dann immer schön nochmal die schöne Big Belly Rib End bestreichen. Ja, der Grill ist vorgeheizt, etwa 150 Grad. Jetzt werden wir den Spieß aufhängen. Da ist es das gute Stück. Uiuiuiui. Gemüse runtergefallen, aber das ist glaube ich nicht so schlimm, wir wollen Fleisch. So, dann schieben wir den Konsistform da unter. Jetzt starten wir. So, Drehrichtung ist richtig rum, alles was an Fett läuft, zieht sich jetzt wieder mit hoch. Und das, was runtertropft, geht in die Konsistform hinein. Und das wollen wir auch so haben. So, wir haben die Hitzequellen unten alle ausgenommen. Machen jetzt den Backburner an. Und werden dann mit einer Hitze von ca. 150 bis 160 Grad grillen, nur durch den Backburner. Die anderen Brenner bleiben aus. Wir schauen mal, wie lange es dauert. Wir gucken mal so in ungefähr einer Stunde mal rein und zeigen euch das Zwischenergebnis. Also, bis gleich. Eine Stunde ist rum,
Der Grill ist bis jetzt super gut durchgelaufen. Wir gucken mal rein. Oh, sieht sehr, sehr gut aus. Das Gemüse hat sich auch schon ein bisschen erwärmt. Wir haben jetzt hier einen wunderbaren Sud. Und den nehmen wir jetzt und bepinseln damit unser schönes Stück. Jawohl. Alter, die Schwarte sieht schon richtig geil aus. Die fühlt sich auch schon gut an. Die kriegt hier sogar... Es ist ja im Prinzip keine richtige Haut, keine richtige Schwarte, aber es ist fett und es ist tatsächlich... Ja. Sieht sehr gut aus. Boah, das ist geil. Wir werden jetzt einen der Brenner unter der Schale, den mittleren hier, den werden wir auf ganz kleiner Flamme mit anmachen, damit noch ein bisschen mehr Hitze reinkommt. Es klappt zwar bis jetzt ganz gut, aber wir sind ja noch nicht fertig und es sollen später auch noch Kartoffeln dazukommen. Deswegen werden wir ein bisschen nachhelfen. Jetzt der Zeitpunkt, wo wir die Kartoffeln dazu tun. Nach genau anderthalb Stunden packen wir die jetzt. Wir haben hier so einen kleinen Topf. Die sind nicht vorgekocht, nur geschält, haben im Wasser gelegen, damit sie nicht braun werden. Die kommen jetzt hier einfach mit rein und werden auch noch ein bisschen mit untergerührt. Es hat sich jetzt durch die Zwiebeln und durch den Sud schon ein bisschen Flüssigkeit gebildet. Wir haben ja im letzten Take schon gezeigt, dass wir den Brenner unter der Konsistform schon ein bisschen mit angemacht haben, damit das alles schön im Sud noch ein bisschen durchgart. Bei der Gelegenheit, wenn es schon mal offen ist, kommt hier auch noch ein bisschen Sud übers Fleisch. Und dann geht der Deckel gleich wieder zu. 3 Stunden sind jetzt um. Der Grill ist super durchgelaufen. Wir schauen mal rein, wie es aussieht. Jawohl. Alter! Wie man sieht, das ganze Grillgemüse ist super durch. Der ganze Sud ist hundertprozentig einreduziert. Ja, was soll man sagen? Das Big Belly Rib End sieht super aus. Wir werden das ganze Ding jetzt runterholen und dann sehen wir uns drin zum Anschnitt wieder. So, es geht los. Alter, oh, sieht das gut aus. Mann, das sieht doch verdammt gut aus. Jawoll! Schneiden wir ein Scheibchen. Unfassbar. Sieht das nicht geil aus? Sieht das nicht super aus? Um es nochmal deutlich zu machen, wie saftig dieser ganze Schinken ist hier, ne? Seht ihr das? Oh! Um Gottes Willen! Jetzt bleibt nur noch eins. Das Resümee. Hans, fang an. Ja, zum Big Belly Rib End ist Folgendes zu sagen. Es war wirklich richtig, richtig saftig, richtig, richtig lecker. Man kann das Ding auf verschiedenste Arten zubereiten. Wir haben das vorher schon mal 3-2-1 gemacht. Das war auch schon richtig gut. Aber die Steigerung war jetzt nochmal der Spieß. Also wirklich absolut top. 3 Stunden bei 160 Grad. Mega saftig, mega geiles Ergebnis. Auch das Grillgemüse, was wir unten drunter liegen hatten, bombenmäßig. Also das war wirklich gut. Und ja, ich gebe ab an Horst. Gut, ich stimme Hans in allen Punkten zu. Nur noch eine kleine Anmerkung dazu. Jeder, der sowas zubereitet, sollte wissen, erstens, es ist ein mächtiges Stück Fleisch und es ist fettig. Fettig mag nicht jeder, aber es hat sich gelohnt. Fett ist ein Geschmacksträger, wissen wir alle. Also uns hat es super gefallen, aber wie gesagt, wenn ich auf Fett steht, sollte das gar nicht erst probieren. Und für all die anderen, macht es nach. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. So sieht's aus. Und sollte euch das Video gefallen haben, fangen wir mal so an. Dann gebt ihr uns bitte einen Daumen nach oben. Oder noch viel besser, ihr abonniert unseren Kanal. Bis dann, ciao.